Namaste! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns Madhuri Dixit an. Eine andere Bollywood-Göttin. Die haben ja letztes Mal ein Video gemacht zu Madhuri Dixit. Habt ihr echt gemocht? Und ihr wolltet mehr Videos haben? Da haben wir von euren Kommentaren zwei ausgesucht. Und zwar von dem Film Dil to Pagal Hai Are Re Are und von Purnima Chane Ket Meng. Genau. Dil to Pagal Hai kenne ich, den Film, aber den anderen Film kenne ich nicht. Ja, ich kenne beide nicht. Ja. Gut, dann sollten wir mal anfangen. Bei beiden ist anscheinend Shah Rukh Khan dabei. Interessant, interessant. Ja. Dann lass uns mal anfangen mit Chane Ke Ket Meh. Genau. Das dauert ungefähr 6 Minuten. Krass. So. So. Shah Rukh Khan. Oh. Ich kenne den Film gar nicht, muss ich sagen. Nee, ich kenne auch gar nicht. Da kann man direkt mitfeiern. Der junge Shah Rukh Khan. Der sucht wahrscheinlich sie. Tricks, wie ist das? Oh. Also. Oh. Voll jung, Madhuri Dixit. Sehr jung. Das hat mega die langen Haare. Oh, Shah Rukh Khan. Schön am Trinken. Er ist gewacht. Oh, diese Augen, ey. Auch sie mit den Händen und so. Das ist auch sehr, sehr gut. Genau, sehr gut tanzen. Der Sari ist auch sehr schön von ihr. Grün, bisschen rot. Ja, das stimmt auch. Ja. Der Grundkulisse ist halt so. Oh, oh, jetzt. Guck, wie sie tanzt. Wow. Das ist eine nicht gute Tanztechnik. Mhm. Das ist sehr gut. Wow. Aber Shah Rukh Khan sieht da echt so. Irgendwie nicht so begeistert, also wie soll ich sagen, so ein bisschen. Vielleicht ist es ein Konkurrent, der andere Typ. Kann auch sein. Ja. Und sie tanzt für ihn oder. I don't know, ist irgendwie kurz vorm Heul. Der Name sagt mir was. Der Typ, genau, aber. Das sagt mir überhaupt gar nichts. Ich habe mir nichts angeschaut. Was ist das denn? Mach weiter im nächsten Video, das ist Ding Endcut. Ach, da sind ja noch andere. Mere del Cabo. Ist das alles vom gleichen Film? Nein. Nicht, oder? Das siehst du doch schon an der Qualität, es hat eine ganz andere Qualität. Denke ich. Also steht eh Best of. So. Jetzt. So, jetzt zum nächsten Video. Kommt, ja. Da. Oh mein Gott. Oh, was für ein süßes Lächeln. Ach ja, jetzt hat. Das ist okay, den Film habe ich auch angeschaut. Ja? Ja. Ja, jetzt weiß ich es nämlich wieder. Madhuri Dixit, Charisma Kapoor und Shah Rukh Khan. Naja. Wo ich das erste Mal den Film gesehen habe, ich dachte, wer ist denn diese wunderschöne Frau ohne Scheiß? Oh, ja, da ist sie echt hübsch. So, weil ich kannte sie vorher gar nicht. Okay, die Tanz ist ein bisschen. Ja, lustig. Aber schön so mit der Musik her. Sag mal, das Geile, wenn sehr viele Leute da sind und alle synchron tanzen. Ja, das ist immer das Beste am Bollywood. Nee. Kulisse, eine große Halle. Weil die sind ja eher. Im Film sind die auch Tänzer. Also passen es eigentlich, dass sie eine Tanzfeier. Mit Spiegel. Shah Rukh Khan immer mit seinen Haaren. Der Film ist ja aus 98 oder 97 sogar. 97. Wenn ich mich täusche, vom Regisseur Yash Chopra. Der legendäre Regisseur, der
leider verstorben ist. Leider. Aber wow. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Aber es ist echt heiß. Hart, jetzt wird es langsam heiß. Es ist heiß. Kochen die jetzt. Ja. Ah, jetzt stellen sie sich was vor. Ja. Dass die glücklich sind zusammen. Ich finde ihr weißes Kleid viel schöner als ihr. Echt? Ich mag das rote. Ja? Okay, vielleicht hat das weiße mehr. Egal. Ja, die haben ein geiles Haus. Und die jetzt rausspringen oder? Ne? Genau. Mit seinem ganzen Gesicht. Oh yeah, oh yeah. Siehst du, ich sag, dieser Anblick ist echt diese Cleavage. Also mein Favorit, oh mein Gott, nicht, dass er runterfällt. Oh mein Gott. Das Bild ist richtig geil. Ja. Das hinter die Mädel, der Wand. Oh, some Make-up. Oh. Ja, schöne Träume, gell? Ja? So wie so ein perfektes Paar. Die stellen sich das echt perfekt vor. Mhm. Aber als ob es wirklich so nicht laufen würde, naja. Aber man kann sich auch einiges vorstellen. Ja. Ich will nichts Böses sagen, aber das Blaue. Sag nicht, dass du es nicht magst. Sonst klatscht es. Ach, nein, leider. Echt? Aber ich mag's. Ich find's. Nein, ich mag das lieber. Körperbetonend. Ja, klar, aber. Nee, das sieht wie so ein Ganzkörperkondom auf. Sorry. Stop. Oh, stop. Stop. Sorry, Leute. Ich weiß, sie ist hübsch, sie hat eine gute Figur, aber halt das Outfit ist halt. Es ist ihr nicht gerecht, sagen wir es mal so. Hallo? So, das waren jetzt zwei Maduri Dick Sheet Video. Ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ja. Wie hat es dir gefallen? Ja, so gut gefallen, wirklich. Also beide Videos. Mhm. Beim ersten Video haben wir echt gesehen, dass wie sie tanzen kann. Vor allem diese traditionell indische Getanze da war echt sehr gut, fand ich. Mhm. Und ihre Mimik, Gestik, alles war super. Und beim zweiten Video hat mir die Musik halt sehr gut gefallen. Dieses ja, klar. Arere, arie, kia, das ist viel halt eingängiger. Ja, also Ohrwurm-Faktor, ja. Und dieses Gepfeife, ne? Also, ja. Werde ich jetzt lange nicht vergessen. Genau, sehr falls schön. Ihr mehr Vorschläge habt zu Maduri Dixit oder andere Bollywood-Schönheiten, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Right. Und unsere Videos bitte teilen, damit das jeder auf der Welt sehen kann. Genau. Vergesst nicht, unsere anderen Bollywood Reactions auch anzuschauen. Wir haben ja ein Video zu Maduri Dixit gemacht, aber wir haben auch zu anderen schönen Bollywood Schauspielerinnen auch ein Video gemacht. Zu Aishwarya Rai, sehr viele. Zu Kajol, Kareena Kapoor, Priyanka Chopra, es folgen so viele noch. Also stay tuned, ihr müsst abonnieren. Euch alles ansehen, ja, ihr seht euch alles an, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ja, vergiss nicht zu abonnieren, ja. Und damit ihr die Videos nicht verpasst.
Dann sagen wir auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Video. Cheerio!